Und der Philipp und der Mario haben einfach das Programm so abwechslungsreich gestaltet und die Schwerpunkte super gesetzt, dass einfach für alle Generationen was dabei ist. Und der ist da, da können die Kinder hinten reingraulen und fahren rausgraulen und können alles anschauen. Nur nicht den roten Knopfdrucker. Alles andere ist erlaubt. Die einzelnen Gemeindegeschichte-Tafeln werden dann bei den einzelnen Standen dann stehen. Also nicht die Originaltafeln, muss ich gleich dazu sagen, die Originaltafeln stehen meistens schon in den Gemeinden. Dass wir eventuell ein Fluggerät herkriegen bei uns, gell? Das ist noch am Montag, kriege ich dann endgültig Bescheid. Ein Sonderbereich präsentieren. Der Gott sei Dank nicht alltäglich ist, das ist keine Frage. Und zwar den Einsatz mit Gefahrenstoffen. Es gibt auf jeden Fall für jeweils die ersten drei gibt es Bälle zum Gewinnen. Voraussetzung ist ja, dass du schnell schießt. Und ich denke, wenn man das Programm anschaut, dass ihr euch da mit euren Partnern wirklich sehr bemüht habt. Es ist ja einfach, was die Maria auch gesagt hat. So ein identitätsstiftendes Fest für unsere Region. Excellent.